In den 50 Jahren vor dem Krieg waren besonders im Bereich der Medizintechnik keine großen Fortschritte erzielt worden. Ohne Antibiotika war Wundbrand eine häufige Todesursache, aber nur eine von vielen. Geschosse, Granatsplitter, Krankheiten, Ertrinken, Morde an der und durch die Zivilbevölkerung und vieles mehr. Als der Winter begann und das Blutbad weiterging, waren Horrorereignisse nicht nur plötzlich sehr real, sondern passierten fast täglich. Mein Name ist Christoph Krachten, herzlich willkommen. Letzte Woche haben es die Österreicher mit deutscher Unterstützung geschafft, die russische Übermacht an der Ostfront zurückzudrängen. Weiter südlich, auf dem Balkan, hatte eine andere österreichische Armee Belgrad eingenommen, war aber jetzt wieder auf dem Rückzug. Die britisch-indischen Truppen näherten sich im mittleren Osten der Stadt Kurna und an der Westfront war es unüblich still nach den endlosen Schlachten des Herbstes. Allerdings war es an der Westfront diese Woche nicht ganz so still. Die Briten und Franzosen starteten einige kleinere Angriffe ohne konkretes Ziel. Diese Angriffe sollten lediglich die deutschen Truppen an der Westfront binden, sodass sie nicht in den Osten abgezogen werden konnten. Der deutsche Generalstabschef Falkenhayn hatte zugesagt, 3 Divisionen von Westen nach Osten zu verlegen. Er weigerte sich aber, mehr zu schicken, obwohl General Ludendorff ihn wiederholt dazu drängte. Im November hatte Ludendorff zu einem Präventivschlag gegen die Russen ausgeholt, der in der Schlacht von Lodz, einer kolossalen Schlacht mit mehr als 500.000 Soldaten, endete. Dieser Angriff hatte die russischen Pläne einer Invasion Deutschlands zunichte gemacht. Aber die Deutschen hatten es auch nicht geschafft, die Stadt, die ein sehr wichtiger strategischer Eisenbahnknotenpunkt war, einzunehmen. In dieser Woche versuchten sie es erneut und mit der Verstärkung der von Falkenhayn geschickten 3 Divisionen aus dem Westen schafften sie es, nach einigen Frontalangriffen Lodz am 6. Dezember einzunehmen. Die deutschen Soldaten rückten noch weitere 50 Kilometer vor, bis sie die russischen Truppen einholten. Diese hatten sich in Schützengräben verschanzt und die Deutschen taten es ihnen gleich. Als der Winter mit voller Wucht hereinbrach, kamen nun auch in diesem Gebiet die Kampfhandlungen zum Erliegen. Sprichwörtlich eingefroren. So sollte es hier bis zum Sommer 1915 bleiben. Nun herrschte Stillstand im Westen und im Osten. Aber im Süden war es alles andere als das. Die Österreicher schienen die Serben besiegt zu haben, als sie vor einer Woche deren Hauptstadt eingenommen hatten. Doch nur wenige Tage später waren es die Serben, die die österreichischen Streitkräfte vor sich hertrieben. Die Österreicher hatten sich bis nach Valjevo zurückgezogen, aber die Serben schafften es, sie dort zu umzingeln. Binnen weniger Tage hatten sie 20.000 österreichische Gefangene gemacht. Bis zum 10. Dezember hatten die meisten der verbliebenen Österreicher das Land verlassen. Belgrad hielt noch ein paar weitere Tage durch, aber am 15. Dezember verkündete das serbische Oberkommando, nicht ein einziger feindlicher Soldat in Freiheit verbleibt auf der Erde des serbischen Königreichs. Dies war eine bittere Niederlage für die Österreicher und ein ebenso grandioser und überraschender Sieg für Serbien. Der Stolz und das Selbstvertrauen der Österreicher war am Boden. Ich meine, wenn sie selbst das kleine Serbien nicht besiegen konnten, wie sollten sie dann gegen Russland bestehen? Für Serbien hingegen bedeutete das, überall auf der ganzen Welt in den Schlagzeilen zu sein. Daraus folgte politische und humanitäre Hilfe und Menschen aus der ganzen Welt kamen, um dem tapferen Außenseiter zu helfen und für ihn zu kämpfen. Aber der Preis für das alles war enorm hoch. Die Serben hatten über 100.000 Soldaten verloren und der Krieg gegen die Österreicher war nicht rückgängig zu machen. Das serbische Oberkommando hatte seine Truppen bis zum Äußersten getrieben, um die Österreicher zu schlagen. Serbien war verwüstet, ganze Städte menschenleer und überall zogen Flüchtlinge durch das Land. Ein anderer Punkt, der oft übersehen wird, Serbien war jetzt nur noch über eine einzige einspurige Eisenbahnstrecke nach Saloniki im neutralen Griechenland mit der Welt verbunden. Und über diese konnten alle erforderlichen Waren und Güter nur sehr, sehr langsam transportiert werden. Krankheiten waren im ganzen Land weit verbreitet. Tausende fielen Cholera, Typhus und der Ruhr zum Opfer. Armut und Elend wurden täglich schlimmer. Im Ersten Weltkrieg starben mehr als 60% der serbischen Männer zwischen 15 und 55. Auf österreichischer Seite wurde General Oskar Potiorek nun endgültig seiner Stellung wegen Unfähigkeit enthoben. Am Ende des Jahres 1914 hatte seine Armee knapp 300.000 Soldaten verloren. 450.000 Mann stark war seine Truppe zu Beginn. Konrad von Hötzendorf hingegen war nach wie vor Generalstabschef, obwohl seine Operationen gegen Russland und gegen Serbien in einem Desaster geendet hatten.
Ein hingegen sehr fähiger und erfolgreicher Befehlshaber fand in dieser Woche den Tod. Am 8. Dezember in der Schlacht bei den Falklandinseln. Vor ein paar Wochen hatte Generaladmiral von Spee den Briten ihre erste Niederlage auf hoher See seit über 100 Jahren beschert. Er hatte britische Panzerkreuzer vor Coronel an der Westküste Südamerikas versenkt und 1600 britische Matrosen starben. Anschließend umschiffte er Südamerika und drang in den Südatlantik ein. Hier wollte er die britische Funkstation auf den Falklandinseln zerstören. Die Briten verlegten daraufhin zwei ihrer kampfstärksten Schiffe, nämlich die Schlachtkreuzer Invincible und Inflexible, in den Südatlantik. Beide jeweils schneller und stärker bewaffnet als Admiral Spees Schiffe und hatten den Auftrag, das deutsche Kreuzergeschwader abzufangen. Die Westküste Südamerikas wurde von der japanischen Marine überwacht. Von Spee wurde also im Indischen, Pazifischen und Atlantischen Ozean von überlegenen britischen und japanischen Flotteneinheiten gejagt. In dieser Woche machte er den entscheidenden Fehler und griff am 8. Dezember den Hafen Port Stanley auf den Falklandinseln an. Zu seinem Unglück befanden sich zu diesem Zeitpunkt die beiden vorgenannten britischen Schlachtkreuzer dort, um Kohle zu bunkern. Nachdem Admiral von Spee die beiden Schlachtkreuzer gesichtet hatte, versuchte er zu fliehen. Er warf sich mit seinen beiden großen Kreuzern Scharnhorst und Gneisenau den Briten entgegen, um zumindest seinen drei kleinen Kreuzern ein Entkommen zu ermöglichen. Doch dies war vergeblich. Lediglich die Dresden konnte vorübergehend entkommen und sich in den unübersichtlichen Gewässern um Feuerland und Kap Horn drei Monate lang erfolgreich verstecken. Die restlichen vier Schiffe wurden von den Briten versenkt und 2200 deutsche Matrosen, darunter auch Admiral Graf Spee, fanden ihr nasses Grab vor der Ostküste Südamerikas. Diese Schlacht markierte das Ende der Hochseeaktivitäten der deutschen Marine. Danach waren ihre Einsätze begrenzt auf von Land umgebene Gewässer wie das Schwarze Meer, die Ostsee und die Adria. Ein Kriegsschauplatz war jedoch gerade dabei, an Bedeutung zu gewinnen, und das war der Mittlere Osten, wo die britisch-indische Armee die Schlacht von Kurna gewonnen hatte und die Osmanen sich nach den Niederlagen bei Fao und Basra zurückgezogen hatten. Die Briten hatten mit diesen Schlachten ihre Ölproduktion fürs Erste gesichert, aber die osmanische Armee war so schwach, dass man beschloss, weiter ins Landesinnere vorzudringen. Kurna, das man für die Vorlage für den biblischen Garten Eden halten könnte, war jedoch alles andere als eine gute Basis. Permanente Stürme wirbelten ständig Sand auf und das umliegende Überschwemmungsgebiet sorgte dafür, dass die Gräben, die man anlegte, sich bald mit Wasser füllten. Schlechtes Wasser, ein schlechtes Abwassersystem, die bis auf die beiden Flüsse Euphrat und Tigris nicht vorhandenen Transportmöglichkeiten und nicht enden wollende Raubzüge der arabischen Beduinen machten das Ganze noch schwieriger. Ziemlich schnell stellte sich heraus, dass dieser Feldzug alles andere als ein Picknick werden würde. Jetzt fragten die Briten sich so langsam, wie stark ihr Feind eigentlich war und wie groß die Bedrohung ihres Ölnachschubs war. Eine weitere Sache, die noch Folgen haben würde, war die Mobilisierung russischer Studenten am 1. Dezember. Dies sorgte natürlich zunächst für mehr Soldaten, brachte aber auch studentische Aktivisten der Bolschewiki ins Heer. Natürlich muss man irgendwann neue Soldaten rekrutieren, wenn Hunderttausende der eigenen Soldaten sterben, egal ob diese neuen zu jung oder zu alt sind, um üblicherweise den Kriegsdienst zu verrichten. Aber nicht alle Verluste waren Tote. Viele wurden auch einfach nur verwundet oder gingen in Kriegsgefangenschaft. Das Internationale Rote Kreuz organisierte Besuche in den Kriegsgefangenenlagern und sorgte dafür, dass die Deutschen, Franzosen und Briten humanitären Richtlinien für Kriegsgefangene folgten. Aber das galt nicht für die Russen und die Österreicher. Wir haben ja schon vorher erwähnt, dass einige österreichische Offiziere sich ihrer Kriegsverbrechen während des Serbienfeldzuges rühmten. John Reed, ein amerikanischer Kriegskorrespondent, reiste zu diesem Zeitpunkt durch den Balkan, um Nachforschungen für sein Buch anzustellen. Dieses sollte die barbarischen Kriegsverbrechen Österreich-Ungarns in Serbien zeigen, so zum Beispiel durch ein Foto des Ortes Legnica, das über 100 Frauen und Kinder in Ketten zeigt, denen die Köpfe abgeschlagen worden waren. Aber so schrecklich und schockierend Szenen wie diese waren, sie waren doch nur ein kleiner Ausschnitt. Denkt nur an das Leben in den Schützengräben an der Westfront. Zunächst die Zerstörung durch das Artilleriefeuer. Meilenweit lagen überall Leichen. Bauernhöfe und Dörfer waren nur noch schwarzes Gemäuer. Felder und Bäume waren zerstört, die Kadaver von Vieh und Tier überall verstreut, zerstückelt, verlassen oder verhungert, während überall markerschütternde Schmerzensschreie von verwundeten Männern oder Tieren zu hören waren. Tausende sterben im Schlamm und Regen. Die Situation konnte sich nur noch durch den beginnenden Winter verschlimmern. Der Winter
brach nun über ganz Europa herein. Am Ende der Woche sehen wir immer noch sporadisch Kämpfe in Flandern, während die Deutschen im Osten von den Russen gestoppt worden sind und sich eingraben. Die Österreicher wurden gerade vom kleinen Serbien gedemütigt und das deutsche Ostasien-Marinegeschwader ist zerstört, während die Briten im Mittleren Osten erneut erfolgreich sind. In 2 Wochen ist Weihnachten. Bei dem ganzen Gerede über den Krieg, Karten und Strategien übersieht man leicht, was den einzelnen Menschen berührte und was er erlebte, erdulden und erleiden musste. Und ich würde diese Folge gerne mit einem Zitat beenden. Es handelt sich um eine Horrorszene, die der Soldat Alois Löwenstein erlebt hat. In einem Haufen Leichen lagen 3 verwundete Franzosen. Einem waren beide Beine zertrümmert worden. Dem zweiten quollen die Eingeweide aus der Bauchdecke hervor. Und der dritte hatte versucht, sich zu erschießen, bis ihm schließlich einer seinen Revolver wegnahm. Er hatte 2-mal auf seinen Kopf geschossen, um sein Leid zu beenden, aber irgendwie hatte er schlecht gezielt, ein bisschen zu hoch. Seine Schädeldecke war angehoben und er schrie in einer Art, die einem durch Mark und Bein ging. Ein anderer Mann lag offenbar tot da, aber eines seiner Beine zuckte wie das eines Huhns, bei dem sich nach dem Tod noch die Muskeln bewegen. Ein Krieg, dessen gerade beschriebenes Leid auch durch das Wetter und die Jahreszeiten noch zermürbender werden konnte. In unserer Folge über die Woche des 2. Oktober 1914 besprechen wir beispielsweise, welche Konsequenzen der einsetzende Herbstregen und der damit verbundene Schlamm für die Soldaten hatte. Klickt hier, um euch die Folge anzusehen. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal und vergesst nicht, uns Fragen für unser Format von der Front zu stellen, die wir in einer der nächsten Folgen beantworten können. Bis dann, bleibt dran.